Die Analyse führt nach Südostafrika. Die Elefanten, die für das Elfenbein aus Yokohama sterben mussten, stammten aus Sambia, einer der Zentren der Wilderei, neben Mosambik und Tansania. Durch unsere Methode wissen die afrikanischen Staaten, an welchen Orten sie nach Wilderern suchen müssen. Und wir konnten ihnen zeigen, dass diese Leute immer wieder an dieselben Orte zurückkehren. Besonders interessant ist, dass die Staaten, die behaupten, bei ihnen gäbe es kaum Wilderei, die eigentlichen Brennpunkte sind. Schätzungen zufolge wurden im letzten Jahr rund 38.000 Elefanten in Afrika getötet. Das sind 8% der Gesamtpopulation. Nimmt die Wilderei kein Ende, werden die Elefanten bald in weiten Teilen des Kontinents ausgestorben sein. Dieser Stoßzahn stammt aus dem Tsavo-Nationalpark. Er wurde vor einem halben Jahr Wilderern abgenommen. Ursprünglich gehörte er einem über 40 Jahre alten Elefantenbullen, der sterben musste. Heute lagert dieses Stück Elfenbein zusammen mit vielen anderen Knochen, mit Schädeln von Elefanten hier im Hauptquartier des Nationalparks. Aber nicht alle dieser Elefanten fielen der Wilderei zum Opfer. Viele starben auch eines natürlichen Todes, zum Beispiel während extremer Wetterereignisse. Im letzten Jahr, also 2009, gab es zum Beispiel in Kenia eine langanhaltende Dürreperiode, die viele Elefanten in Not brachte. Auch deshalb ist das Hilfsprojekt von Daphne Sheldrick so extrem wichtig, weil sie zumindest einigen Elefanten eine zweite Chance gibt. Auf den Buschspaziergängen im Nairobi-Nationalpark trainieren die Elefantenkinder für das Leben in der Wildnis. Sie müssen ihre Instinkte schärfen und die richtige Nahrung finden. Mit ihren 5 Monaten Lernzeit dies gerade erst, ihren Rüssel zu benutzen. Pfleger Abdi Bagata zeigt ihr, wo die besten Blätter hängen. Ich versuche, die Blätter für sie zu pflücken, die sie am liebsten mag, aber noch nicht mit ihrem Rüssel erreichen kann. Sie sieht mir zu und versucht, daraus zu lernen. So machen es auch die Elefantenmütter in der Wildnis. Das Elefantenmädchen weicht Abdi Bagata nicht von der Seite. Doch es soll sich nicht zu sehr an eine Bezugsperson gewöhnen. Deshalb kümmern sich die Pfleger abwechselnd um das Kleine. Jetzt ist Edwin Lucici an der Reihe. Saitis begrüßt ihn auf ihre Art. Sie kann die Pfleger sehr gut voneinander unterscheiden. Elefanten haben ein hervorragendes Gedächtnis. Uns Pfleger erkennen sie am Geruch und werden ihr Leben lang nicht vergessen, dass wir gut zu ihnen waren. Wenn ich die Weisen im Tsavo besuche, erinnern sie sich an mich. Abschiedsstimmung in Nairobi. Chaimu soll zusammen mit 2 anderen Weisen umgesiedelt werden. Sie sind nun alt und erfahren genug, den Elefantenkindergarten zu verlassen. Ihre neue Heimat wird der rund 300 Kilometer entfernte Tsavo-Nationalpark sein. Hier in Itumba hat Daphne Sheldrick eine Auswilderungsstation aufgebaut. Chaimu braucht einen Ort, wo sie eine neue Familie finden kann. Mit jedem Tag kommt sie der Freiheit ein Stück näher. Und irgendwann auch ihren wilden Artgenossen. Hier mitten im Nationalpark sind die Elefanten relativ gut geschützt. Hier leben keine Menschen, es gibt keine Dörfer. Hier können sie sich frei bewegen. Aber dieser riesige Park, der hat etwa die Größe Hessens, ist natürlich nicht komplett von einem Zaun umgeben. Und das heißt, dass die Elefanten den Nationalpark sehr wohl auch verlassen können. Draußen gibt es allerdings Konflikte mit der dortigen Bevölkerung. Doch warum wandern sie dorthin? Was treibt sie an auf ihren Wanderungen?
Auf dem Weg in das Samburu-Naturreservat im trockenen Norden Kenias. Hier erforscht der Zoologe Ian Douglas Hamilton die Wanderungen der Elefanten. In diesem Gebiet leben etwa 900 Dickhäuter. Viele, gemessen an der Größe des Reservats. Die Tiere überschreiten häufig die Grenzen des Parks und erweitern so ihren Lebensraum. Vieles an ihren Wanderungen ist noch ungeklärt. Ian Douglas Hamilton sucht seit Jahren Antworten darauf, warum sie immer unterwegs sind. Wir versuchen zu verstehen, was sie antreibt und wie sie ihren Lebensraum auswählen. Nur wenn wir ihre Bedürfnisse kennen, können wir ihr Überleben sichern. Elefanten wandern, bis sie Wasser finden. Über viele Kilometer. Und wenn es sein muss, jedes Jahr an einen anderen Ort. Im Durchschnitt legen sie pro Tag bis zu 25 Kilometer zurück. Der Waso Nyiro-Fluss. Er ist die Lebensader des Samburu-Naturreservats. Jetzt, kurz nach der Regenzeit, führt er genügend Wasser. Die Elefanten müssen die Region nicht verlassen. David Dabellen leitet die Feldforschung im Samburu-Reservat. Von den 900 Elefanten, die durch das Schutzgebiet ziehen, kann er 500 auf Anhieb identifizieren. Heute beobachtet er eine 40-köpfige Elefantenfamilie. Zwei von ihnen tragen einen Sender. So konnte David Dabellen sie orten. Er sammelt Daten über ihren Alltag. Wer spielt mit wem? Wie lange dauert das Bad? Was fressen sie? Sie machen sich Gedanken um ihre Sicherheit, um ihr Sozialleben und wo sie Nahrung finden. Sie brauchen die Gesellschaft der anderen. Elefanten denken wie die anderen Arten, wie wir zum Beispiel. Die Motive, warum die Tiere wandern, scheinen also naheliegend zu sein. Trotzdem bleiben Fragen offen. Woher wissen die Elefanten, welche Wege sie einschlagen müssen und wo sie Wasser und Futter finden können? Ian Douglas Hamilton steht in ständigem Kontakt zu seinen Schützlingen. Derzeit sind 20 Elefanten konstant mit einem Sender bestückt. Das neueste Modell übermittelt stündlich die Position der Tiere. Schau mal, die Jungs hier unten in Laikipia. Dieser Bursche war früher eher ruhig und hat nie sein angestammtes Gebiet verlassen. Und jetzt bricht er nachts aus und macht sich über Felder her. Elefanten haben festgelegte Wanderrouten. Wir nennen sie Korridore. Aber immer mehr Wege werden durch Farmland verbaut oder durch Zäune abgeschnitten. Die Elefanten verlieren ihren Lebensraum und das bringt Konflikte. Konflikte, die nicht selten tödlich enden. Deshalb ist es so